Jetzt bei der Handkaisersemmel ist es wichtig, die richtige Technik zu haben. Und du musst jetzt einmal ein bisschen so flach drücken. Und jetzt wird es natürlich ganz spannend. Das wichtigste Instrument bei der Handkaisersemmel ist der Daumen und der Zeigefinger. Und zwar die linke Hand, okay? Vielleicht okay. Links, ja? Vielleicht kommt es alle daher und schaut sich das mal von der Seite herum an, sonst müsst ihr seitenverkehrt denken und dann ist es gar nicht so einfach. So, ich lege meinen Daumen, lege mir da in der Mitte her, okay? Und der Daumen bleibt bis zum Schluss da in der Mitte liegen, okay? Jetzt nehme ich den Zeigefinger und mache mal die erste Lasche so in die Mitte. Erster Schritt. So in die Mitte einer drücken, gell? Dann mache ich einen Karateschlag und drücke da einmal fest nieder. Habe da das erste Dreieck. Einmal, dann nehme ich das Zipferl, drücke das wieder in die Mitte her, Schatz. Zweimal. Dann. So, dann musst du halten. Dreimal. Dann noch einmal. Viermal. Und dann nehme ich das Zipferl, was da überbleibt, und stecke das dort rein, wo der Daumen drinnen ist. Schatz, jetzt nehme ich den Daumen raus. Das schiebe ich da so rein. Ganz rein zwicken, diesen Schluss hier zwicke ich da so zusammen und fertig ist mein Kaisersemmerl. Muss das sein?